Hallo meine Freunde, hier ist wieder euer Quantus und ich wollte euch ein wenig zeigen, Farmen mit dem neuen Bogen. Also, wir sind wieder im Kieferngestrüpp, da in diesem grünen Bereich sind ja relativ viele wandelnde Zombies und da lässt sich eigentlich ganz gut farmen mit dem neuen Bogen. Also ich empfehle euch, packt einen Speer oder eine andere Waffe, die jetzt nicht so hochwertig ist, in die zweite Hand und ja, den Bogen in die andere Hand. Und dann könnt ihr relativ leicht hin und her switchen. So, wir pirschen uns mal ran. Spannen den Bogen, laufen weg, spannen den Bogen, laufen weg. Wenn ihr lang genug zielt, dann reicht es auch mit drei Schüssen, beziehungsweise dann braucht ihr nur drei Schüsse, um so einen wandelnden Zombie zu töten. Desto kürzer die Zeit ist. Ah, jetzt kommt ein Wolf dazu. Dann müssen wir natürlich switchen auf den Speer, weil der Wolf ist einfach viel zu schnell für den Bogen. Ja, Klebeband ist immer wichtig. Braucht man für viele gute Waffen. Unter anderem auch für den Bogen, wo ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, dass der Bogen eine gute Waffe ist. Aber also ich anfänglich war mir das mit dem Bogen überhaupt nicht angenehm zu kämpfen. Aber inzwischen muss ich sagen, macht es mir sogar ein wenig Spaß. Also die wandelnden Zombies ist im Prinzip der ideale Gegner für diesen Bogen. Na gut, schnelle Beißer sind jetzt nicht so die Gegner, die man gerne haben möchte mit dem Bogen. Man kann einfach nicht schnell genug wegrennen, um wieder die Entfernung zwischen den Gegner und sich selbst zu machen. Oh Mann, das ist ja jetzt. Ich habe ja nichts zu essen, der würde mich platt machen, deswegen renne ich lieber raus. Dann. Weil wenn so ein NPC kommt und man hat nichts zu essen und man hat nur noch 40% Leben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er einen besiegt, recht hoch. So, jetzt werden wir mal schnell noch was zu essen in die zweite Hand packen und zurück. Aber das ist halt auch das Gute, wenn ein NPC da ist und ihr geht wieder rein, ist der weg. Also, das ist der Ratschlag von mir. Falls ihr in euch einer begegnet, der stärker ist als ihr, immer rausrennen. Also, naja, jetzt kämpfe ich wieder mit dem Speer. Mit Anschleichen ist es auch sehr gut. Da durch den dreifachen Schaden braucht ihr nur zwei Schläge und die Zombies sind zu langsam, um euch überhaupt treffen zu können. Und wenn dann mal so ein Hirsch kommt, würde ich auch
lieber den Speer nehmen, weil ihr mit einem Treffer den Hirsch niemals töten könnt. Das heißt, er läuft immer weg und wenn er dann im Sichtbereich raus ist, dann oh, hier haben wir drei Hirsche. Das ist natürlich schon lohnenswert, weil, ach, jetzt werde ich doch mal wieder den Bogen anlegen. Ich will nämlich nicht den Hirsch verscheuchen. Und das ist das Gute mit dem Bogen. Der Hirsch rennt nicht weg, weil er relativ geräuschlos ist. So, jetzt legen wir wieder den. Ach, da ist schon wieder noch ein wandelnder Zombie. Also ihr habt gerade gesehen, er hat nur 10 Schaden gemacht. Desto länger ich gespannt habe, desto größer ist der Schaden. Und trotzdem habe ich nur 3 Schüsse gebraucht, obwohl ich mit dem ersten nur 10 Schaden gemacht habe. So, jetzt gehen wir mal. Da haben wir den Hirsch. Wechseln wir wieder. Schleichmodus. Weil, wie ihr wisst, Felle sind unglaublich wichtig. Also ich bin jetzt in einer Situation, dass ich immer halt den Bunker Alpha mache. Und ja, ich brauche unglaubliche Mengen von diesen Sägeblattkeulen. Und da kostet bei einer Sägeblattkeule kostet schon 12 Leder, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist einfach wahnsinnig viel. Also ich schätze, man braucht ungefähr 4 Sägeblattkeulen, wenn man keine, also wenig andere Waffen nimmt. Klar, für die großen Riesen muss man natürlich eine Schusswaffe nehmen. Und aber ich denke, so ungefähr 4 Stück wird man brauchen. Und ja, dann müsst ihr mal rechnen, das ist 48 mal Leder. Also das ist schon wirklich eine Menge. Insofern lohnt sich das schon, ne? Also, dass ihr auf Lederfarmen oder auf Fellefarmen geht. Switchen wir nochmal um auf den Bogen. Dann werden wir nochmal ein bisschen auf Autofarming gehen. Schauen wir mal. Ich werde mal wechseln wieder auf den Speer. Ja, wichtig ist natürlich auch, dass ihr immer genug von den Karottensamen habt. Weil wäre blöd, wenn zum Beispiel ihr über Nacht nicht spielt und keine Karotten ausgebildet werden, ne? Dass die Zeit ist dann halt verschenkt. Weil, wie ich schon mal in meinen vorigen Videos sagte, also Essen ist wirklich das Wichtigste in dem Spiel, ne? Weil mit dem Essen könnt ihr nicht nur euren Hunger stillen, ihr könnt euer Leben wieder aufladen. Und da machen sich Karotten einfach unglaublich gut. 15 Leben kriegt ihr wieder. Ihr bekommt auch etwas Durst zurück. Also Karotten ist eine sehr gute Nahrungsquelle und mit den Karottensamen ist es einfach kostenlos. Ihr müsst kein Holz dafür ausgeben, wie beim Fleisch zum Beispiel, wenn ihr das braten wollt. Oder ja, da kommt wieder ein NPC, aber der dürfte diesmal kein Problem sein, weil diesmal haben wir eine Rüstung an, der hat keine Rüstung. Und wir haben auch was zu essen. Schauen wir mal,
Ob er irgendwas von Interesse hat? Nein, hat er nicht. Wir werden mal noch das Beil nehmen und dann noch zumindest zwei Bäume fällen. Ja, das Beste, was ihr hier so bekommen könnt in den Truhen, sind Gummiteile. Und ja, ansonsten, ja, ab und zu, also früher bei den alten Updates war es so, da hat man häufiger mal eine Waffe bekommen, also zum Beispiel eine Baseballschläger oder ein Straßenschild. Kriegt man jetzt so gut wie gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die das absichtlich rausgenommen haben. Aber also ich habe es in letzter Zeit überhaupt nicht mehr bekommen. Na, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen Autofarming machen. Ja, da haben wir noch Holz. Oh, ah, noch ein Wolf, das ist ganz gut. Dann kriegen wir noch ein paar Felle. Ja, sechsmal Felle, das ist schon ganz gut. Das wäre natürlich noch ein Wolf, hervorragend. Das ist genau das, was wir brauchen. So, mein Inventar ist voll. Damit werde ich dann die Folge beenden. Ich sage Tschüss. Denkt dran, falls euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Ansonsten, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und wir sehen uns dann morgen wieder beim nächsten Video. Ich sage Ciao.